Zum Märchenfilmjournal. Wir sind heute für euch in Chemnitz unterwegs beim Schlingel Filmfestival zur zweiten Premiere des ZDF-Märchenfilms Die Hexenprinzessin. Was, wenn alle recht haben? Ich will keine Hexe sein. Die Zottel, die ich kenne, die schert sich nicht darum, was andere denken. Und wenn ich so werde wie sie? Böse? Das wirst du nicht. Du bist die Freundin von einem Wolf. Du bist die beste Schwester, die man sich vorstellen kann. Eine wilde Hexenprinzessin bist du. Zeit, deine alte Schuld zu begleichen. Hol mir die Prinzessin. Also mir persönlich hat dieser ZDF-Märchenfilm, Die Hexenprinzessin, sehr gut gefallen. Und wenn ich jetzt nicht im Vorfeld gewusst hätte, dass dieser Film nicht für die große Leinwand, also das heißt nicht fürs Kino, sondern nur fürs Fernsehen produziert worden ist, dann hätte ich es nicht geglaubt, denn er kann wirklich mithalten mit den großen Blockbustern, die wir bereits von den Kinos her kennen, wie zum Beispiel, es war die perfekte Mischung aus Harry Potter, Herr der Ringe und um jetzt bei dem Hexen und bei Märchenhaften und Mystischen zu bleiben, würde ich den Film sogar gleichsetzen mit Maleficent. Und das ist ja nun wirklich ein sehr großer Blockbuster, den jeder kennt. Und, also es wäre ein Film gewesen, mit dem hätte man die Kinoseele füllen können. Und ja, ihr seht, ich bin jetzt noch voll begeistert davon. Ich meine, ich liebe seit meiner Kindheit, liebe ich Märchen, in denen Hexen vorkommen. Irgendwie Hexen ziemlich mega in den Bann. Und deswegen war ich auch schon mega gespannt auf die Hexenprinzessin. Und diese drei Hexen im Wald, also das war also wirklich mystisch, spannend, märchenhaft, abenteuerlich. Und ich bin jetzt sozusagen ein großer Märchenfilmgucker und nicht mehr ein so kleines Publikum. Aber trotzdem, also mir dieser Film wirklich sehr, sehr gut gefallen und man merkt die Weiterentwicklung vom ZDF. Und also mir persönlich hat jetzt dieser Film Die Hexenprinzessin nochmal besser gefallen wie Schneewittchen. Und Schneewittchen war vielleicht ein bisschen zu actionreich für mich. Und dieses Actionreiche, darauf komme ich jetzt auch bei der Hexenprinzessin zu sprechen. Dieses Actionreiche wiederum, was bei der Hexenprinzessin vorgekommen ist, hat mich jetzt gar nicht gestört. Also das war wirklich sehr gut gewählt und sozusagen ist ja auch die Hexenprinzessin ein Freigeist und ist jetzt nicht so die typische Prinzessin, wie sie sich jeder vorstellt. Und trotzdem, aber einen kleinen Minuspunkt würde ich trotzdem geben, was mir jetzt persönlich nicht gefallen hat, aber was jedoch kein Grund ist, dass das einer der
besten und schönsten ZDF-Märchenfilme ist, die ich jemals gesehen habe, ist dieser actionreiche Schluss. Aber ich glaube mal, dieser Schluss ist gar nicht so actionreich, denn wenn man die Musik, diese wilde Musik im Hintergrund nicht hätte, dann wäre es für mich das perfekte Ende. Also sozusagen ist dieser ZDF-Märchenfilm für mich zu 99,9% der perfekte Märchenfilm und ich kann es kaum erwarten, dass endlich er im Fernsehen gezeigt wird, denn ich bin so begeistert und diesen Film werde ich mir auf jeden Fall nochmal 2-3 Mal auf jeden Fall anschauen und es wäre eigentlich auch so ein typisches Märchen, das man vielleicht dann auch nicht für die Weihnachtszeit hernehmen sollte oder müsste, sondern es wäre so der perfekte Märchenfilm für Halloween. Also dann, das war meine Meinung zum Film. Ich wünsche euch dann noch allen einen schönen Tag und macht es gut. Thank you.